Ich hab gedacht, ich muss sterben. Oh, nein. Da kommen sie schon mit dem Rettungsboot hin. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wir hier rauskommen? Nee, noch nicht. Das ist das Nächste. Das ist schlecht. Echt? Geh doch mal hier links. Ja, wegen der Antenne. Das, also, der Platz würde reichen, aber die Antenne ist schlecht. Flugplatz St. Peter-Ording an der Nordsee. Die neue Crew von Rettungshelikopter Northern Rescue 01. Moin, Freund. Ja, wir hatten heute Morgen schon Einsatz, haben noch eine Suppe geflogen vor Sylt. Ja. Und jetzt machen die noch mal Pause, die Jungs. Na, okay. Jo. Gut, dann bringe ich mal meine Sachen eben rein und dann können wir talk about the aircraft and see the state and what's going on the next days. Ja? Okay. Pilot Björn Schröder aus Aurich. Er fliegt seit 10 Jahren Offshore-Rettungseinsätze auf Nord- und Ostsee. Für die nächsten Tage ist der Flugplatz sein Zuhause, verlassen darf er ihn nicht. Rund um die Uhr sind er und seine Kollegen in Alarmbereitschaft. Wir haben am Tag von 7 bis Sunset Ausrückezeiten von 15 Minuten und in der Nacht eben von Sunset bis morgens um 7 30 Minuten. Und wenn wir da irgendwie uns eine Wohnung nehmen würden in der Nähe oder solche Sachen, das wäre einfach zu weit und dann könnte man das nicht sicherstellen. Somit haben wir für alle 5 Leute oder für die ganze Crew eben Unterkünfte hier zur Verfügung gestellt, wo jeder hinreinkommt. Der erste Einsatz. Ich würde sagen, wir nehmen die Anzüge mit. Okay. Gleich an Bord 2 Piloten, ein Winden-Operator, ein Notfallsanitäter und Notarzt Bogdan. Ja, wir haben nur die erste Information von der Leitstelle gekriegt. Nur grob wissen wir, dass es jemandem mit dem Herzen nicht gut geht. Aber was genau, das werden wir später gleich im Luft vielleicht herausfinden. Der Einsatzort, ein Schiff, gut 90 Kilometer Luftlinie entfernt. Out of the river, he is on the river Elbe now, or not? Okay. Ein paar Minuten nach dem Alarm ist Northern Rescue 01 startklar. Das ist der Rufname des Helikopters. Direkt an der Tür sitzt Notfallsanitäter Klaus-Dieter Berner, von allen nur KD genannt. Das ist ein Schiff, was wahrscheinlich aus Hamburg rausgefahren ist, gerade Höhe, Position Stade. Und jetzt, auf alle Fälle Herzinfarkt. Und wir können halt nicht landen auf dem Schiff, sondern wir werden den mit dem Windmanöver da runterholen, sprich das Medic-Team runterlassen. Ja, und dann müssen wir einfach gucken, wie fit derjenige ist. Abflug Richtung Südost. Der Helikopter, 10 Millionen Euro teuer, ausgestattet mit einem aufblasbaren Rettungssystem. Im Fall der Fälle kann er damit auch auf dem Wasser notlanden. 1000 is captured, I reduce the speed, it's 3 miles ahead. Nach 20 Minuten Ankunft am Einsatzort. Was für ein Art Schiff ist das denn überhaupt? Ja, das wissen wir ja nicht. Keine Ahnung. Die Elbe. Bekannt ist nur die ungefähre Position des Schiffs. Nachfrage bei der Einsatzzentrale. Ja, haben Sie uns eine Info, was sich genau für ein Schiff handelt? Ist es ein Segelschiff, ein Containerschiff oder? Ja, laut Marinetraffic handelt es sich um ein Unifederschiff. Ein Unifederschiff, ein Frachtschiff. Die Crew muss es nur noch finden. Links sitzt Jan Suchi, Winden-Operator. Er muss Arzt und Sanitäter, Medics genannt, gleich auf das Schiff winschen. Wirklich wichtig ist, dass ich weiß, um was für ein Schiff es sich handelt. Wir haben ja heutzutage gute Möglichkeiten, uns über die Mobiltelefone und Apps zu informieren, über Wesseltracker zum Beispiel, was für ein Schiff das ist. Dann kann ich mir schon unterwegs Bilder angucken, die sind dort alle hinterlegt und kann daraus schon mir Informationen zurechtlegen, welche Position ich haben möchte, wo ich gerne winschen möchte. Und auch ein Backup als Zweitposition, wenn die erste Position nicht geht. Das Schiff ist gefunden. All of them not the best. Da kommen sie schon mit dem Rettungsboot hin. Ja. Ja, ja, da kommen mehrere. Ja, das ist aber die DLRG, die haben keinen Arzt dabei. Okay. Die DLRG, Feuerwehr, Rotes Kreuz und ein Schlepper sind bereits vor Ort und sichern das Schiff. Denn der Patient ist ausgerechnet der Kapitän des Frachters. Ja,
Norbert, exit back. Wir können tatsächlich auf den Meter genau winschen. Einige Schiffe haben einfach nicht die Größe, dass dort was ist. Es geht vor allem für uns um die Hinderniskulisse. Schiffe haben Aufbauten, Schornsteine, da sind Abwinde, es sind sehr viele Antennen auf den Schiffen. Und dass man dort nicht in die Verlegenheit kommt, mit diesen Sachen zu kollidieren. The medic is in front of the door. Winching out. Turn the nose a bit to the right. Under the helicopter. Okay. Steady. Steady. Good position. Steady. One to the deck. On the deck. Working with the hook. Off the hook, winching in. Empty hook is clear of the field. In front of the door, winching out. Under the helicopter. Two to the deck. One to the deck. On the deck, working with the hook. Notarzt Bogdan und Sanitäter KD sind an Bord. Der Kapitän liegt in seiner Kajüte unter Deck. Bist du auf Kanal 10? Bist du auf Kanal 10? Kanal 10, ein spezieller Seefunkkanal. Mit ihm bleiben die beiden mit dem Helikopter verbunden. Ein Notarzt und das DRK haben bereits erste Hilfe geleistet. Sag mal, dieser Platz hier, trotz dieses Krans, könntet ihr von hier hochwinschen? Müssen wir gucken gleich. Lass mal schnell Patient gucken und dann... Guckt euch den mal erstmal an. Ja. Der Patient ansprechbar. Vor kurzem hatte er eine Herz-OP. Dimitri Ismailov ist der Captain hier vor Ort. Der hat seit mindestens 10 Tagen schlechten Zustand. Kriegt er heute Morgen schon schlechte Luft. Vom EKG her könnte das ein alter Hinterwandinfarkt sein, wenn man sich das so anschaut. Sein Zustand kritisch. Verdacht auf Herzinfarkt. Was genau er hat, nicht klar. Aber er muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Und der zweite Schritt ist dann, wie kommen wir hier wieder weg? Wird das eine liegende Geschichte? Muss der Patient liegen oder wird das eine sitzende Geschichte? Kann er vielleicht sogar selber laufen und er kann dann selber an den Spot hingehen, wo wir dann mit der Winde wieder ankommen? Okay. Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wir hier rauskommen? Nee, noch nicht, das ist das Nächste. Ich wollte jetzt nur mit dir kurz reden. Die Maschine ist zwischengelandet. Wir packen den nach und nach in die Trage rein. Ja. Beziehungsweise wir gucken mal, ob wir mit der Windel mitnehmen müssen. Die Windel, eine Art Sitzsack für den Patienten. Ja. Fliegt ihr ihn ins Krankenhaus oder bringt ihn dann nach mir? Nee, wir fliegen, wenn er schon. Also da machen wir nicht mehr. Also außer ihr wollt unbedingt, aber das ist eigentlich Quatsch, ne? Okay. Ja. Den richtigen Winchpunkt finden gar nicht so einfach. Der Kapitän soll so wenig wie möglich bewegt werden. Das ist scheiße. Das Kacke mit dem Kran, ne? Nee, das Kacke mit der Antenne. Alles scheiße. Ja, es ist einfach kacke eng hier. Gibt es eine Abkürzung auf das Deck hier rüber? Nein. Nee, ne? Dann lass mich den. Von einem tiefer und dann rüber. Ja, ich guck noch mal schnell, wie das aussah hier. Ja, aber kann er nicht doch laufen? Ja, vielleicht nehmen wir ihn einfach in der Windel mit, aber trotzdem, die Ecke ist zu, das ist schlecht. Echt? Geh doch mal hier links. Ja, wegen der Antenne. Das, also, der Platz würde reichen, aber die Antenne ist schlecht. Den Kapitän an Land zu bringen? Keine Option. Er müsste erst auf den Schlepper, dann weiter an Land, dann in den Rettungswagen. Vor allem schnell muss es jetzt gehen. Ja, okay. Dann nehmen wir ihn da unten von der Reling weg. Der Heli war zwischenzeitlich auf dem Festland. Sprit sparen. Patient, Arzt und Sanitäter müssen jetzt wieder hochgewinscht werden. Der Job von Winden Operator Jan. Die Person selber ist ja fest mit dem Arzt verbunden oder mit dem Notfallsanitäter. Den holt man schon ganz gut ins Tor rein, da zieht auch jeder mit.
Gott ist gut. Ja. Knapp 15 Minuten dauert der Flug von der Elbe bis zum Krankenhaus in Heide. Notarzt Bogdan ist Ukrainer, wie der Kapitän. Anderthalb Stunden sind seit der Alarmierung vergangen. 1, 2, 4. Finger aufpassen. Dieses Krankenhaus wird von der Crew häufig angeflogen. Für den Helikopter ist es ideal erreichbar. Aber ihr habt den ja hier, ne? We'll have to take off your clothes. Mm-hmm. You can help us if you want to. No, I can do it myself. And then we're going to do the heart catheter. Es steht das Verdacht Herzinfarkt im Raum. Und Pumpe haben wir leider nur eine. Wenn die ausfällt, gehen die Lichter aus. Und deswegen war da jetzt auch Gefahr im Verzug. Und wir haben da quasi uns auch jetzt so beeilt, dass wir gesagt haben, wir fliegen ihn, weil die Option wäre jetzt noch gewesen, da war die DLRG vor Ort und die Feuerwehr, dass wir an Land gehen und dann mit dem Rettungswagen irgendwo ins Stadion, ins Krankenhaus fahren oder sowas. Aber so ist jetzt quasi der schnellste Weg gewesen. Nach 2 Stunden ist der Einsatz für Northern Rescue 01 erledigt. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hallo. 1, 2, 1, 2, hallo. Ja, ready in the back. Doktor, alles gut? Ja, yep. Perfekt. Ja. Es geht zurück zum Stützpunkt nach St. Peter-Ording. Flugplatz Norddeich, die Kollegen der Offshore-Ambulanz von Northern Helicopter. Ihre Einsätze meist keine akuten Notfälle, dadurch etwas besser zu planen. Philipp Laufer ist Notfallsanitäter auf dem Heli. Genauso wie sein Kollege Marco Kaiser. Ihr Einsatzgebiet, die ostfriesischen Inseln. Es geht immer darum, dass wir morgens, bevor wir anfangen, immer natürlich unser gesamtes Material checken, weil wir nicht wissen, was der Tag bringt. Deswegen muss vom Sauerstoff bis EKG bis zum Beatmungsgerät alles einmal durchgecheckt werden. Gerade in der Hochsaison ist die Crew im Dauereinsatz. Neben ihrem Hauptjob als Notfallsanitäter haben Marco und Philipp auch eine technische Ausbildung, um den Piloten zu unterstützen. Erster Einsatz, Norderney. Ein Urlauber soll von der Insel ins Krankenhaus geflogen werden. Die Diagnose des Arztes vor Ort, unklarer Schwindel. Nach 5 Minuten sind sie da. Marco L. Ich habe M und habe ich schon in der Tasche. Haben die was gesagt, wann die kommen? Auf den Patienten müssen sie erstmal warten. Unklarer Schwindel kann vielfältig sein. Das kann vom Ohr kommen, kann vom Auge kommen, aber kann auch wirklich alles andere Neurologische sein. Sprich, das wird man erst in der Klinik rausfinden. 15 Minuten später. Moin. Geboren 1988, hat seit Freitag durchgehend Schwindel, ein bisschen verschwommenes Bild, Übelkeit. Sonstige Vorerkrankungen, irgendwie Medikamente, die er einnimmt, irgendwas? Der Patient soll so schnell wie möglich in die Neurologie nach Emden. Das Kopfteil kriegt gleich nochmal ein kleines Stückchen runter, nicht erschrecken. Sobald wir im Hubschrauber sind, geht es aber wieder hoch. Mit dem Krankenwagen und der Fähre würde der Transport Stunden dauern. Wir fliegen ca. 10 Minuten. Das ist ein recht schneller Flug. Wir können uns beim Fliegen nicht unterhalten. Es wird ziemlich laut. Das bedeutet, es gibt gleich auch noch mal ein paar Kopfhörer auf. Wenn irgendwas sein sollte, Übelkeit, sonst was, ich sitze die ganze Zeit hier, einmal die Hand heben, okay? Vom Flugplatz Norderney aus geht es nach Emden in die Neurologie. Hallo.
Hier im Krankenhaus wird der Mann einige Tage verbringen. Auf Philipp und Marco wartet schon der nächste Job. Auch Northern Rescue 01 ist auf dem Weg zu einem neuen Einsatz. Weit draußen auf der Nordsee, Offshore-Windpark Hohe See. Dort gibt es nur eine Landemöglichkeit, auf der gelben Konverterstation mitten im Windpark. Wenn man auf die Konverterplattform will, muss man ja in die Hinderniskulisse rein, sprich in die 50, 80 Windenergieanlagen, die eben um diese Konverterplattform sind. Und da kann man natürlich jetzt nicht im Slalom durchfliegen, sondern man sollte natürlich schon den vorgegebenen An- und Abflugsektor benutzen. Auf der Konverterstation wohnen auch die, die hier arbeiten. Einer von ihnen ist an Corona erkrankt. Er muss den Park so schnell wie möglich verlassen. Okay, 30 seconds. Ich bin aufkommens auf der rechten Seite raus. Ja. Den Offshore-Rettungshelikopter gibt es genau genommen nur, weil es die Windparks gibt. So, Offshore ist draußen. Die Betreiber bezahlen den Helikopter. Er ist Teil ihres Rettungskonzepts. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Eingesetzt wird er aber auch bei allen anderen Notfällen auf oder an der See. Der Windpark-Mitarbeiter hat akute Symptome. Moin. Heißt du bei dir? Englisch? Deutsch? Deutsch. Alles klar. Einmal die Weste bitte. Ja. Lässt die Maske bitte auf, bis wir in Empfen ausgestiegen sind. Ja? Okay, alles klar. Türschutz. Ja, wir gehen zusammen hoch, bringt hier eine Maschine, steige ein, anschnallen und fliegen los. Ready? Den Flug mit dem Heli sind die Offshore-Mitarbeiter gewohnt, nur nicht unbedingt als Patient. Für ihn geht es jetzt nach Emden zum Flugplatz. Etwa 100 Kilometer sind es vom Windpark in der Nordsee bis ans Festland. Ich bin auch wieder da. Okay, ja, right door is closed. Um die 260 km/h schnell ist die Maschine. Nach etwa einer halben Stunde Landung in Emden. Hier ist auch die Werft von Northern Helicopter. Für den Windpark-Mitarbeiter geht es aber erstmal nach Hause. Er musste eben nicht im Krankenhaus, sondern nur zu seinem Auto, was eben hier in Emden steht, weil er jetzt ja quasi in häuslicher Quarantäne erstmal ist, bis er dann wieder negativ ist. Und dann wird er ganz normal wieder über den normalen Crewtransport dann zu seiner Arbeit, wenn es dann soweit ist, zur Hohe See rausgebracht. Einsatzbereit ist die Crew jetzt erstmal nicht. Und wir wollen es natürlich nicht selber anstecken. Und auch den nächsten Patienten nicht anstecken. Und deswegen ist jetzt ein bisschen erhöhter Desinfektionsaufwand. Und nicht nur das. Der Helikopter muss gewartet werden, das heißt Maschine wechseln und mit ihr das gesamte medizinische Equipment. Ja, so Kleinzeug kannst du drin lassen. Ich wollte nur die schweren Sachen rausnehmen, weil die Wall kommt ja mit. Wir bauen die ja um. No. Schnell muss es gehen. Haley und Crew müssen so bald wie möglich wieder einsatzbereit sein, denn für sie gibt es keinen Ersatz. Der Helikopter, eine fliegende Intensivstation. In der Summe haben wir hier natürlich auch einen Rettungshubschrauber, der nach DIN ausgestattet ist. Genau. Nee, das ist kein Hexenwerk jetzt, aber wir wollen nichts vergessen. Nach einer Stunde Umbau erledigt. Northern Rescue 01 ist bereit für den nächsten Einsatz. Aber dazu müssen sie erstmal zurück zu ihrer Basis nach St. Peter-Ording. Die Kollegen aus dem Ambulanzheli sind derweil auf dem Weg nach Langeoog. Die Patientin, eine Urlauberin, gerade seit einem Tag auf der Insel. Für sie ist der Urlaub womöglich schon wieder vorbei. Ich bin am Strand entlang gegangen und war dann an der Abrisskante. Und dann hat mich hinter den Leuten hergegangen und die hatten einen Hund an der Leine und der hat mich gebissen. Der hat richtig, haben die mal
Dem hat es geschmeckt. Den wird man ins Krankenhaus und da wird die Wundversorgung gemacht. Gucken wir uns das mal genau an. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ne? Nicht nur ein normaler Biss. Der Hund hat ein ganzes Stück aus dem Oberschenkel gerissen. Es gibt in dem Sinne aktuell keine andere Transportkomponente. Also es gibt jetzt kein medizinisches Schiff, so nenne ich es einfach mal, welches jetzt von Insel zum Festland fährt. Und da kommen dann wir ins Spiel. Also wir können fliegen. Wir brauchen für den Flug jetzt nur 10 Minuten. Das ist eine in Anführungszeichen schnelle Nummer. Und da ruft die Leitstelle eben kurz an. Kleinen Moment. Die Leitstelle hat bereits den nächsten Einsatz für die beiden geplant. Ich würde sagen, wir gehen erstmal los. Ja, genau. Ich nehme Ihren Rucksack. Ja, und, ich kann laufen. Oh, ja, ich kann laufen. Das ist nicht das Problem. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Noch ist die Urlauberin guter Dinge, dass sie heute Abend wieder auf der Insel sein kann. Ich gebe Ihnen einmal einen Clip auf den Finger, weil wir uns ja nicht unterhalten können. Ja, moin Philipp vom Landshubschrauber. Ich wollte einmal für Wittmund anmelden. 271, 53 und die 2 in circa 10 Minuten. Und welcher hat Ihnen bis jetzt am besten gefallen? Super, danke dir. Von den Rettungskräften am Boden hat die Patientin eine hohe Dosis Schmerzmittel bekommen. Der Biss womöglich ernster, als sie selbst vielleicht glaubt. Das Krankenhaus. 10 Flugminuten und 25 Kilometer entfernt. Willkommen in Wittmund. Ja, hallo, danke. Das ging flott. Ja. Warte als hin. Ja, das glaube ich wohl. Meine Sachen. Hat der Kollege. Ah ja, danke schön. Wer mit dem Helikopter kommt, landet immer zuerst in der Notaufnahme. Dort Übergabe an die Krankenhausärzte. Moin, ich bin fertig. Hallo. Moin. Das ist Frau Prang. Frau Prang haben wir auf Langeoog vom Rettungsdienst übernommen. Sie ist zuvor vom Hund gebissen worden am Strand. Sie ist am Strand spazieren gegangen und da ist ein recht großer Hund, wahrscheinlich so eine Doggenart, auf sie zugekommen und hat ihr in den Oberschenkel gebissen. Okay. Es war jetzt versorgt und verbunden vom Rettungsdienst. Wir haben aber das Foto gesehen und der Hund hat nicht nur reingebissen, sondern tatsächlich wohl auch ein Stück rausgebissen. Also es ist schon tief und recht groß. Der Biss ist aber nur das eine Problem. Er hat keinen Tetanusschutz. Nee. Kein Tetanusschutz, deswegen auf jeden Fall kein Bekannter. Es ist aber mal Blut irgendwann, das ist aber schon ewig hier abgenommen worden. Mit der Übergabe an das Krankenhaus ist der Job für Marco und Philipp erledigt. Frau Prang, alles Gute. Dankeschön. Gute Besserung. Vielen Dank, alles Super Flug gewesen. Dankeschön, geben wir so weiter an den Piloten. Ja, und danke für die Versorgung. Alles klar, tschüss. Nur noch sauber machen für den nächsten Flug. Gerade im Sommer. Die ostfriesischen Inseln sind ja so unser Hauptarbeitsfeld. Und da ist natürlich wahnsinnig viel los. Und die Leitstelle ist natürlich dankbar, wenn wir schnell wieder einsatzbereit sind, weil der nächste Patient so kommen kann. Ein Einsatz noch, dann ist für Marco und Philipp Feierabend. Morgen geht es wieder auf die Insel. Neuer Einsatz für Northern Rescue 01. Im Cockpit hat die Crew gewechselt. Windenoperator Jan ist noch im Einsatz. Ja, das war mittags tatsächlich zum Crew-Change. Man hatte sich schon auf die Ablösung gefreut und mein Kollege kam auch gerade um die Ecke. Dort klingelte dann wieder der Meldeempfänger und es stand dort drauf Wasserrettung vor Westerhever. Eine Person im Watt. Und dann weiß man auch Westerhever, das ist gleich um die Ecke, das ist quasi vor der Haustür. Dann wird man auch ein bisschen schneller. Weil es war wirklich schnell auflaufendes Wasser und man weiß noch nicht, wie weit diese Person dort im Wasser ist. Flugzeit nur wenige Minuten. Eine Frau in Lebensgefahr. Mit dem Handy hat sie selbst um Hilfe gerufen. Auch wenn der Einsatz quasi um die Ecke ist, gefunden werden muss die Frau trotzdem erst einmal. Und bei auflaufendem Wasser zählt jede Minute. Das Einzige, was bekannt ist, die Frau hat noch eine letzte Sandbank gefunden, aber auch die wird langsam überspült. Wir sind angeflogen und tatsächlich haben Passanten bzw. Urlauber, die noch auf dem Land waren, unten gestikuliert und immer Richtung offene See gezeigt. Und da haben wir dann hingeguckt und da haben wir sie dann auch im Wasser dann diesen kleinen schwarzen Punkt gesehen. Medic auf Intercom.
Okay, medic is off the secure line. Is coming in front of the door. Is in front of the door. Forward 30, right 10. Forward 20, right 5. Forward 15, right 3. Forward 10, right 1. Slowly. Forward 5, right 2. Forward 4, right 1. Forward 3, only forward. Forward 2. Forward 1. Forward steady. 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 On the deck, working with the patient. Steady. Good position. Steady. What's the height? Steady. Height is good. 35. Working with the patient. Right 1, right 2. Right 1, right steady. Right 2. Winching in. Off the deck. Clear of obstacles. Stay in this position until the patient is in the door. Below 9. Right, okay. One to the door. You're up a little bit. Is coming to the door. Is in the door. Kaum zwei Minuten dauert das Ganze. Is the patient in the door? Swimmer is secured. Off the hook. Subjektiv hat es tatsächlich sogar zugenommen, diese Fälle, weil ich glaube, die Leute sich kaum Gedanken machen, was sie da eigentlich machen. Es ist gutes Wetter, das Wasser ist weg, wir gucken mal. Und die Leute unterschätzen einfach das auflaufende Wasser, wie schnell das kommt und welche Strömungsgeschwindigkeiten und Kräfte in den Prielen tatsächlich sind. Die Urlauberin war eigentlich schon auf dem Heimweg. Es sollte eine letzte Wattwanderung werden. Nach ein paar Minuten ist sie wieder am sicheren Land. Geht es Ihnen gut? Ja. Ordentlich aufregen, ne? Ja, ist doch alles gut, ne? Die wichtigste Frage ist, einheimisch oder Tourist? Ja. Aber das ging so schnell. Ja, herzlich willkommen, meine Herren. Ist ja ordentlich auflaufend. Hier, jetzt ist jetzt wieder auflaufend. Ne? Sehr schön. Moin. Nach ihm. Moin. 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 Guten Tag. Hi. Wenn Sie die noch brauchen, dürfen Sie die noch haben. Moin. Moin. Alles gut? Moin. Ja, alles gut. Ja, wieder alles gut oder war schlecht? Ich dachte, ich muss sterben. Oh, nein. Ich glaube, da kommt beides zusammen. Es ist einmal die Angst selber, weil man sich in dem Metier eigentlich gar nicht richtig auskennt als Urlauber. Und es ist aber auch tatsächlich begründet. Zwei Wochen vorher hatten wir erst südlich einen Todesfall beim Wattwandern, weil es recht schnell ging und diejenige Person versucht hat, durch den Priel zu schwimmen. Es sind eine Menge Leute jetzt. Kommen Sie mal raus, wir gehen genau zusammen zum Rettungswagen. Die Kollegen checken sich vielleicht einmal ganz kurz durch. Wir nehmen vielleicht einmal Personalien auf. In diesem Fall alles gut gegangen. Die Urlauberin fährt noch heute nach Hause. Und für die Crew von Northern Rescue 01 ist es der letzte Einsatz. Crew Change, ein neues Team übernimmt und ist dann bereit für den nächsten Notfalleinsatz über dem Meer.